Die Frau bemerkte ein kleines Kätzchen, das mit dem Kopf nach unten mitten auf der Straße saß. Sie folgte dem Krümel und sah eine ganze Gruppe von Kätzchen, die Hilfe brauchten. Die Frau ist die Gründerin des Projekts Freunde der Tiere und arbeitete in einem Mobilheimpark in Boynton Beach, Florida, als sie auf das gestreifte Kätzchen stieß. Es war verschmutzt und ungepflegt. Das Tier schien alleine durch die Straßen zu streunen. Carmen weiß, dass es viele obdachlose Streunerkatzen in der Gegend gibt, aber dieses spezielle Baby hatte sie noch nie zuvor gesehen. Als sie sich ihm näherte, lief es sofort weg. Die Frau folgte dem Baby und sah bald eine Gruppe von 6 oder 8 Katzen. Die Straßenkatzen sahen wild aus und eine davon war offensichtlich mit dem Kätzchen verwandt. Carmen ging zurück zum Auto, um Futter und eine spezielle Falle zu holen. Sie stellte sie auf, um die ältere Katze zu fangen, aber als der verlockende Geruch des Futters in die Nase stieg, betrat dasselbe Kätzchen, das sie zuerst gefunden hatte, die Falle. Straßenkatzen sind besonders anfällig für Krankheiten, daher nahm Carmen das Baby mit und setzte es in ihr Auto, mit dem Plan, am nächsten Tag für die restlichen Katzen zurückzukehren. Eine Pflegefamilie musste für das Baby gefunden werden. Carmen hoffte, dass sie mit Hilfe eines örtlichen Freiwilligen in der Lage sein würde, jedes der Tiere, die sie fand, kastrieren zu lassen. Das von der Frau gefangene Baby war sehr hungrig und hatte Flöhe am ganzen Körper. Es benötigte auch eine Behandlung gegen Würmer. Das Erste, was Carmen tat, war, die Parasiten loszuwerden, die das Baby plagten. Nach einem Bad und einem herzhaften Abendessen wurde das Baby lebendig und schnurrte. Die Frau war sogar überrascht, dass das wilde Straßenkätzchen so schnell ruhig wurde, denn für ein paar Stunden war es vor ihr auf der Straße weggelaufen, wenn sie versuchte, ihm nahe zu kommen. Es stellte sich heraus, dass das Kätzchen Polydaktylie hatte. Es hatte mehrere zusätzliche Zehen an den Pfoten. Carmen gab es an Anna Castro, um sich um es zu kümmern, bis sie eine Familie für es finden konnte. Der Junge erhielt den Spitznamen Santiago und gefällt ihm sein Leben drinnen viel besser als sein Leben draußen. Jetzt wird der Kleine in Ordnung sein. Und jetzt werden auch die anderen Katzen, die Carmen gefunden hat, betreut. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.